So Leute, wie ihr seht, da habe ich gerade noch die Aufgabe hingekriegt, nämlich 3 Sekunden als Versteck, also als, wie heißt das nochmal, 20 Meter im Umkreis eines Spielers, während du verkleidet bist. Also das Ganze ist eigentlich ziemlich simpel. Das habe ich mir nämlich auch schon genau so gedacht. Ihr landet einfach bei Colossal Corps, auch in Gruppenkeile, weil die meisten wissen eigentlich nur, dass er sich, dass man sich da Verkleidung holen kann. Aber man kann sich auch die bei Pleasant Park holen, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und Gegner turnen hier eh rum. Ihr seht, ihr fallt hier gar nicht auf. Nur denkt immer dran, ihr könnt euch natürlich auch damit bewegen. Ihr könnt auch damit springen. Allerdings, ihr dürft nie die Pickaxe benutzen, weil sonst kommt ihr aus der Gestalt halt raus. Und ich hoffe, ich konnte euch halt helfen. Wie gesagt, man kann sich einmal hier bei Pleasant Park, wer ist denn das nochmal, der Bush Ranger, da kann man sich verkleiden lassen, dann bei Colossal, aber das wusste ich halt direkt, weil wir so oft zu dem Charakter hin mussten. Und ich meine noch, warte, wo konnte man sich denn noch verkleiden? Wenn ihr wisst, wo man sich noch verkleiden kann, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare und lasst natürlich ein Like da, wenn ich dir schon damit weiterhelfen konnte. Weil einige werden natürlich wieder ein bisschen Probleme damit haben, gerade weil sie solo probieren. Da ist das Ganze natürlich sowieso ein bisschen schwerer. Aber denkt dran, wenn ihr eine Zone habt bei Pleasant Park oder so, einfach dann beim Bush Ranger vorbeischauen, da halt euch die Verkleidung holen, langsam rüberschleichen. Und einfach warten. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.